Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Ja, wir sind hier wieder in unserer kleinen Produktionsstätte und in der letzten Folge haben wir einen kleinen Ausflug gemacht und haben uns die Fauna ein bisschen angeschaut, sind auf dem Spucker getroffen, haben Pilze getroffen und eine neue Area entdeckt, die ist hier hinten. Ich wäre interessiert, dahin zu gehen, aber ich habe jetzt schon die Vermutung, dass das schief geht. Ich würde gerne mal in die Richtung schauen, ob wir da vielleicht noch etwas finden. Weil wir brauchen noch ein paar blaue Schnecken und das Ganze. Und in die Richtung sind wir noch nicht. Oder sind wir in die Richtung schon gegangen? Wir sind schon in einige Richtungen gegangen, ne? Aus der Richtung gleich sind wir sogar gekommen ursprünglich. Was ist, wenn ich in die Richtung gehe? Habe ich hier noch? Nee. Wir haben jetzt auch unseren Fallschirm, bedeutet, ich sollte hier wenigstens eine Elektroschnecke finden können, hoffentlich. Mein Problem ist, ich will nicht schon wieder in so ein blödes... in so einen blöden Spucker reinlaufen, weil die sind ganz schön unangenehm. Wir schauen jetzt mal hier hoch. Wusste ich doch, dass du in der Nähe bist. Na, hast du mich entdeckt? Jetzt komm jetzt mal hier hoch, du. Oh! Du lebst noch. Komm her. Dankeschön. Dann können wir jetzt unsere Produktionsleistung noch ein bisschen erhöhen. Ich bin kein großer Erforscher, muss ich sagen. Das lasse ich lieber mal anderen. Also deswegen bin ich auch... Kein großer Horror-Fanspieler. Absolut nicht mein Ding. Aber ich überlebe hier. Von daher ist alles gut. Wie komme ich zu dir? Irgendwas Großes läuft hier. Und die Sache ist, ich könnte von da drüben vielleicht hier rüber springen. Darunter mir die holen und hier zurückfliegen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich... Ich will ihn wenigstens einmal sehen. Ich hasse, wenn ich das nicht sehe, was ich höre. Das ist immer so ein ganz... Ah, da unten ist er. Immer so ein ganz unangenehmes Gefühl, finde ich. Die Sache ist natürlich, ich weiß auch nicht, wie ich von unten wieder hochkomme. Ich habe gleich noch keine Kletterausrüstung. Das wird das natürlich ein bisschen einfacher machen. Also mal hinkommen ist jetzt nicht schwer. Da gehe ich da rüber. Oder jump von da und fliege darüber. Die Sache ist, ich verliere relativ schnell in Höhe. Und das ist nicht ein großer Höhenunterschied. Was sagt die Karte? Aber ich könnte...
Aber ist es einfach eine Connection zu mir? Ja, siehst du, das ist nicht das Problem, da ist ein Wasserfall. Aber da hinten scheint es runter zu gehen. Wir gehen da nochmal rauf und dann schauen wir nochmal. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen mehr Dingsen. Wir müssten rein theoretisch den hier bauen. Zu dem wir eigentlich fast alles haben. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile mit unserer Kupferproduktion wahrscheinlich die Kabel fertig. Also es wäre fast ein Instant-Build. Ist der gerade hier durchgeflogen? Wait, da ist eine gelbe Schnecke. So, ich will jetzt bloß nicht irgendwo hinspringen, wo ich dann wieder 4 Stunden brauche, bis ich oben bin. Das ist, nee. Was ist denn das da oben? Also ich kann mal nach da drüben gehen und von oben gucken. Vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr Intel. So, okay. Und das führt darüber zur gelben Schnecke. Das kriege ich hin. Aufspiel. Du bist kein Horrorspiel, du bist ein Production-Spiel. Ich will hier keine Jumpscare haben, ganz ehrlich. Es ist gerade irgendwie fast 2 Uhr nachts. Nein, das war nicht geskriptet, ganz ehrlich. Das war nicht der Plan, Alter. Ist gleich noch eine blaue, die könnte ich mir auch noch schnappen. Alter Verwalter, ich habe mich gerade so von mir selber erschreckt. Die blaue da vorne ist immer noch voll hoch. Ach, da unten ist wieder so ein komisches Artefakt. Okay, ich verstehe warum. Die Sache ist, von da falle ich da runter, dann muss ich nach da hin. Und ich wette, das ist nur durch die Höhle erreichbar, wo ich diese Gasmasken brauche. Nein, halt die Klappe da unten. Ah, nicht mein Spielstil. Hör auf damit. Ach, andere Sache. Warte mal, da komme ich so hoch, ne? Ich glaube, da oben ist irgendwas Blaues und das Blaue kann ich gleich mitnehmen. Oh. Hier oben war ich doch schon mal. War hier nicht irgendwo dieser Kanonier? Also erstens sind hier Ressourcen. Bauxit. Zweitens höre ich hier schon wieder irgendwo ein Viech rumlaufen. Und ich glaube, es ist diesmal nicht der eine, sondern es ist ein anderer. Also der böse kleine Wolf oder was auch immer man es nennen will. Da vorne ist irgendeine Ruine.
Ich kriege zum Glück eine Nachricht. Was zum Fick? Ist das denn? Wow. Aua. Was war das? Oh, ich habe mein ganzes Inventar verloren. Scheiße, da war meine blaue Schnecke und meine gelbe Schnecke drin. Ach, nö. Oh, nö. Ist das auf der Karte markiert, wo ich gerade gestorben bin? Ja. Todeskiste. Goddammit. Schnelle Reisemöglichkeit geht es auch, aber was war das, war gleich die letzte Monsterrasse, die ich noch nicht getroffen hatte. Alter, die war ja auf Drogen. Ach, der Lego Mio. Oh, Leute, was? Wenn das hinkriegt. Was? Okay. Also das war Gegner auf ADHS und ich muss jetzt mich gegen den nochmal stellen, weil meine Kiste da liegt. Mich würde interessieren, was der beschützt hat. Fürs Essen interessiert mich nur meine Kiste. Kollege, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist ruhig und gemütlich. Ich glaube, da oben ist so wieder so eine Dose Pepsi. Und hier sind irgendwelche Überreste. Nein, da ist noch so einer. Okay. Nope. Das ist absolut nicht mein Problem bis jetzt. Und bleibt hoffentlich eine Zeit nicht. Auf Wiedersehen. Ich brauche ganz schnell eine Nagelpistole. Aber ganz schnell. Vielleicht mit Betäubungsmunition noch dazu. Holy moly. Kollegen, davon habt ihr mir aber nichts erzählt. Für verrückte Missionen wurde ich nicht bezahlt, hier. Ohne DNA-Kapsel kann ich machen. Schick. Guck mal, ah, okay, das ist eins von diesen Nahrungsdingen macht eine DNA-Kapsel. Cool. Brauch trotzdem nochmal kurz mein Energieformat. Dann krieg ich nochmal eine Schnecke raus. So. Aha, schau an. Wie scheint, bin ich gerade so ein bisschen auf dem richtigen Pfad. Schau mal, können wir vielleicht gleich nochmal das machen draußen. Aber wir schon wieder Hunde davon haben. Also Eisenplatten haben wir einige. Die Frage ist, tue ich jetzt mein Ei. Die kommen aber dazu. Dann tue ich dir noch ein Upgrade reinballern. Damit du auch auf 150% arbeitest und dann sollten wir nicht ein bisschen besser mit der ganzen Anlage hinkommen fürs Erste. Das Gute ist, ich habe ja schon mal von diesen Platten, die so schweinewichtig sind, einige jetzt auf Lager.
Das macht das Ganze ganz angenehm. So, dann gehen wir nochmal kurz forschen. Alien Technology. Warte mal, ich habe hier doch noch irgendwo... wo war denn das jetzt hier vorhin? Was ist denn jetzt aufgesammelt gerade vorhin? Bauxit. Aluminiumoxid. Fällt das hier irgendwo drunter? Ich weiß nicht. Aber ich wette mal, das hier kommt von dem Monster, was ich gerade angegriffen habe. Wo ich kläglich gescheitert bin. Aber okay. Elektroschnecken. Dafür brauche ich 100 Kabel, aber die mich verarschen. Was wollen die von 100 Kabel von mir? Also erstens, wir brauchen hier dann einiges von euch. Ich nehme alles mit. Ich klemme ein paar Kabel noch dazu, weil warum nicht? Ist nie schlecht. Dann würde ich gerne die zwei DNA-Kapseln hier reinschmeißen und schauen, was die mir bringen. Oh, was? Drei Coupons. Yay, Coupons! Also, die muss ich mal. Die brauchen Inventarplatz. Also, was kann ich mir mit dir jetzt kaufen? Dafür brauche ich 10. Ich könnte mir die alle drei kaufen. Dafür brauche ich 5. Ich könnte mir die runde Ecke leisten, aber die brauche ich ja nicht. Oh, ich könnte mir eine Tür leisten. Oder ich könnte mir ein Tor leisten. Architektur. Eine Fabrikleiter wäre auch geil. Ich kann mir 500 Schrauben kaufen. Also ganz ehrlich, fürs Erste hätte ich gerne hinzugefügt. Alles kaufen. Cool. As Fixit amply demonstrates, you can never have too much management. Exactly. Habe ich die blöde Gewehr-Ding jetzt nicht? Nee, aber noch nicht. Ach ja, weil ich dafür was brauchte, genau. Da war was. Elektroschnecke. Jetzt haben wir alles. Alter, ist das teuer. Es kommt da jetzt raus ein Supergenerator oder was? Research completed. Yellow power slugs are further into their life cycle than blue power slugs, and thus have more potential energy stored. They can now be processed into power shards. Jetzt habe ich das Ganze jetzt gemacht, nur dass ich die umwandeln kann, genau wie die anderen. Ah, da kriege ich dann 2 daraus. Oh, bedeutet so eine Elektroschnecke in Gelb ist natürlich noch geiler. Und die andere gibt dann wahrscheinlich 3 und 4, damit ich halt immer mehr zur Verfügung habe. Und da gibt es auch wahrscheinlich noch eine andere Farbe. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal irgendwo den Lift hinstellen. Wie groß war denn der nochmal? Oh ja, der war groß. Hättest du nicht irgendwie der kleinere Bruder sein können oder so? Das funktioniert nicht, warte mal. Hochlaufen. Ja, dammit. Wo bin ich jetzt? Oh Gott. Nope, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich nur auf den Kollegen. Ach Gott, damit. Ich brauche doch nur eine Fläche, um den aufzustellen. Demontieren wir den mal. Muss irgendwo drauf einfach. Irgendwo muss ich einfach hier drauf. Auf dich kann ich drauf, ne? Und dann hier noch eins höher. Und dann Weltraumlift. Alter Verwalter. Wo zur Hölle soll ich den denn platzieren, bitte?
der auf mein Dach passt? Da ist zwar meine Produktion wieder eingeschränkt, aber hey, ich könnte wenigstens da was drauf bauen. Das dicke Ding hier, die dicke Bertha sozusagen. Das Ding ist ja noch größer. Wo zur Hölle platziere ich den? Problem ist, dass er da oben durchgeht. Ich müsste ihn da hinten auf die Produktion draufstellen. Gott, das Ding braucht so viel Platz. Kriege ich den mir vielleicht da hinten hin? Wenn ich das alles freiräume? Gab es nicht diesen komischen Turm, mit dem ich überwachen konnte? Ach schau, hier sind jetzt die Sprungflächen und die Gelee-Pads. Die brauchen Strom, ernsthaft? Also das verstehe ich, aber das da... Bau mal kurz bitte. Ich muss mir das kurz anschauen. Einmal kurz anschauen, bitte. Oh, fuck. Also, ich glaube, die Fläche könnte reichen. Ich hole nur kurz meine Elektrosäge raus. Wir müssen einmal kurz schreddern. Bärchen, Hallöchen. Ich sehe da eine blaue Schnecke. Ist alles nicht unbedingt so breit hier. Wir machen jetzt hier ein bisschen Platz und dann sollten wir hoffentlich... ...ein bisschen das Ding hier aufstellen können. Auch kein Platz mehr im Inventar. Goddammit. Wir können ja wenigstens mal probieren, ob ich sie platzieren kann jetzt. Jetzt habe ich eh schon wieder mehr geräumt, als ich wollte. Ah, vielleicht reicht es ja. Vielleicht reicht es ja. So. Ach so, mir fehlen die Eisenstangen. Ich glaube, sonst könnten wir den hier platzieren. Dann würde ich mir eine Plattform vielleicht bauen, wo wir den draufstellen. Mir fehlen... Achso, ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. Ha, da war was!
Aber dieses Biest war ja übel. Das war ja ein richtig übles... Warte mal, warte, hier hinten. Servus. So ein bisschen Holz. Da freuen sie sich drüber, dann können sie mehr produzieren. Und davon haben wir eh Tonnen auf Lager. Alter, dass wir die jetzt allein schon auf Tonnen auf Lager haben, ist schon lustig. Die Dinger hier. Aber wir müssen ja erstmal diese andere Sache hier fertig bauen, ansonsten wird das nichts. Aber wenn ich für jedes Monster, das ich kille und eine DNA-Kapsel rauskriege, kriege ich eine Ocean-Shot-Shop-Bewertung. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Und dann sind wir euch drauf und bauen da mal kurz. Die Frage ist, wie breit war das Ding? Also fangen wir mal an, wir sagen, hier bauen wir jetzt ein Fundament hin. Fundamente, machen wir mal hier so ein 2x2. Hologramm festlegen. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein 3x3 hin, würde ich sagen. Können wir uns dann circa vorstellen, wie groß es am Ende sein muss. So. Ne, oh Gott. Oh, diese Leitern. Uop. Spezial Weltraumlift. Ich glaube, das braucht ein 7x7 Feld. Wird ich jetzt so aus dem Bauchgefühl raus sagen. Das wäre jetzt 7. Was, warum funktioniert denn das nicht? Das wäre so schön einfach. Produktion, Spezial, Feldraumlift. Braucht ein 7x7 Feld. Bedeutet, wir müssten hier noch 2 vor, aber dann stehen wir da halt so über. Ja, scheiß drauf. Uns darf die Dinge nicht mehr interessieren. Dafür sind wir nicht zuständig. Die Natur ist nicht mehr unser Problem. Kannst du von hier aus relativ gut bauen, das finde ich sehr cool. Muss halt am Ende sehr gut zielen können, ne?
Gut, bedeutet, wir hätten jetzt das 7x7-Feld fertig. Ein bisschen verschönern noch die Seiten, aber dann passt das schon. Und jetzt könnten wir hier sagen, Spezial Weltraumlift. Und könnten den Haar genau hier drauf... Habe ich den jetzt eins zu lang gemacht, oder was? Hä? 1, 2, 3, 7 mal 7. Ist der breiter wie hoch? Okay. Ich brauche nur ein paar Platten noch. Au. Dann machen wir das heute zum Abschluss der Folge und bauen diesen Weltraumlift. Das passt doch eigentlich ganz gut. Da steht der Haken. Oh, guck mal, da oben ist die Plattform jetzt. Und einklinken bitte. Und da kommt die Leitung schon. Oh, geschafft. Project Assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The Space Elevator will now automatically connect with the Project Assembly Orbital Platform. Project Assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Warum tun die eigentlich immer auf mich vertrauen? Haben die keine eigenen Schatten, Leute, oder was? Down auf mich hier, das geht doch gar nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das die beste Idee ist, aber wenn sie meinen, sie müssen es machen, du... Not my problem, I would say. Warte mal, hier mal die 4x4 Rampe. Ich will ja da gemütlich hochkommen, ne? So. Also jetzt will es 50 intelligente Beschichtung und dann wird das hochgesendet. Gut, Leute, aber ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. Wir haben den Aufzug errichtet. Und können ganz stolz jetzt drauf schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.